Liebe Kinder, liebe Eltern, es ist soweit. Herzlich willkommen zu unserem Super Family Day. Wir freuen uns unheimlich, dass ihr alle eingeschaltet habt. Schön, dass ihr da seid, denn heute wird's super. Wir werden euch mit Superkräften ausstatten. Ihr werdet den Spinnensinn von Spider-Man mitbekommen. Ihr werdet die Superkraft der Selbstverteidigungsfähigkeit und Schlagfertigkeit erlernen und viele andere tolle Dinge. Genau. Und weil es sein könnte, dass ihr während der Show gefragt seid, nutzt doch gerne die Chatfunktion von Zoom, damit ihr mit uns interagieren könnt. Was uns wirklich sehr am Herzen liegt, ist, darauf aufmerksam zu machen, dass es bei der heutigen Show nicht nur um Spaß geht, sondern auch darum, ja, zu zeigen, dass es nicht allen Kindern so gut geht, wie es uns gut geht. Und da kommt die Stiftung It's for Kids ins Spiel. Die setzt sich nämlich für Kinder in Not ein. Und es ist total einfach, da zu helfen, denn die Stiftung It's for Kids sammelt Kreativspenden. Und Kreativspenden sind zum Beispiel Haarspenden, Druckpatronen, leere oder Restdevisen. Das heißt alles, was man vielleicht auch zu Hause hat. Das heißt, jeder kann helfen und dazu wollen wir euch gerne auffordern. Das heißt, klickt einfach mal auf den Link, der hier unten eingeblendet wird und schaut, ob ihr auch helfen könnt. Und jetzt möchte ich euch gerne ein bisschen Informationen zum Grund dieser Veranstaltung geben. Und zwar im Rahmen einer Geschichte. Als ich in der Grundschule war, hatte ich einen Freund namens Marco. Und Marco war ein super Typ. Nur leider hatte Marco außer mir nicht so viele weitere Freunde. Und es kam leider auch immer wieder mal vor, dass er auf dem Schulhof von anderen Kindern gemobbt wurde und teilweise auch verhauen wurde. Aber ich werde niemals den Tag vergessen, an dem Marco diesem ein Ende bereitete. Es war wieder eine Pause und wieder mal war es so, dass sich eine Gruppe von Kindern um Marco herum versammelt hatte und ein Kind insbesondere angefangen hatte, ihn zu schubsen. Und Marco hatte immer wieder gesagt, lass mich in Ruhe, was willst du von mir, lass mich in Frieden, ich will keinen Ärger. Aber der Junge hat immer weitergemacht. Und irgendwann ist Marco explodiert. Nachdem er die ganze Zeit passiv war und gesagt hat, lass mich in Ruhe, ging es auf einmal los, indem er ganz, ganz viele schnelle Kettenfauststöße von sich gegeben hat. Ich wusste damals gar nicht, was Kettenfauststöße sind, aber es waren blitzschnelle Fauststöße, die er zum Brustkorb seines Angreifers gegeben hat. Dieser Angreifer musste erstmal 2, 3 Schritte nach hinten gehen und alle anderen waren total beeindruckt davon, dass Marco auf einmal sein Mann stand. Meiner Meinung nach ist das eine Superkraft, die Marco entwickelt hat, nämlich die Superkraft für sich selber einzustehen und sich wehren zu können. Und damit ihr genauso super stark reagieren könnt wie Marco, halten wir heute einige Superkräfte für euch bereit. Die erste Superkraft, die wir euch heute mitgeben wollen, ist die Superkraft Achtsamkeit. Alles, was ihr dafür braucht, ist euer Suchsinn. Und was das bedeutet, wird euch Sifu Ken jetzt erklären. Viel Spaß! Ja, vielen Dank und ein großes Hallo an euch da draußen an den Geräten. Ich sehe euch hier vorne, nämlich auf einem riesigen Raster und kann, so wie ihr mich seht, auch euch sehen. Und das ist ganz, ganz wichtig für das, was ich jetzt gleich mit euch vorhabe. Ich sehe, dass sehr, sehr viele von euch da noch sehr bequem sitzen. Und das ist für so einen Start, für so eine Show auch immer wirklich gut. Nur jetzt müssen wir anfangen, mit unseren Superpowern zu arbeiten. Das heißt, ich möchte einmal, dass ihr alle mal aufsteht. Sehr gut. Und wir werden mit unserem Achtsamkeitsspiel anfangen. Das geht wie folgt. Ich werde einen Begriff nennen, der sich auf meiner Karte befindet. Und ich möchte, dass ihr zu Hause loslauft und dass ihr irgendwo in eurer Wohnung diesen Begriff, diesen Gegenstand findet und in die Kamera haltet. Und ich werde mir angucken, wer von euch der Schnellste war, der das geschafft hat. Es gibt natürlich ein paar, die haben die Kamera jetzt noch aus. Für dieses Spiel wäre es wirklich wunderbar, wenn ihr die anhabt. Und bei allen anderen werde ich gucken, wie schnell ihr seid. Ganz, ganz wichtig auch hier der Sicherheitshinweis. Schaut mal nach links, nach rechts, guckt, dass ihr nicht irgendwie über den Hund stolpert oder dann irgendwie noch ein Tisch im Weg ist oder der Papa da irgendwie noch die Kaffeetasse in der Hand hat, sondern dass das alles eine sichere Umgebung ist, damit wir jetzt mit diesem Spiel anfangen können. Okay, wir starten mit etwas ganz, ganz Einfachem. Ich möchte, dass ihr mir eine Kaffeetasse in die Kamera haltet. Oh, da wird gelaufen. Und der Erste hat schon gewonnen. Der Jakob, Wahnsinn, sehr gut, das ging schnell. War auch nur ein Test. Kaffeetasse habe ich ja gerade schon mal gesagt. Wir machen es ein bisschen schwieriger. Ja, okay, ja, da kommen noch ganz viele Kaffeetassen. Sehr, sehr schön, die sind aber schön. Okay, Kaffeetassen wieder zur Seite, jetzt außer Gefahr bringen. Wir kommen mit dem nächsten Gegenstand. Bisschen Platz machen, auf die Plätze. Fertig. Schlüsselbund.
Schlüssel oder Schlüsselbund. Da unten muss ich auch mal noch kurz nach vorne gehen. Anna, haha, super, die Anna war die Erste. Gut, ich merke schon, ich muss es schwieriger machen. Jetzt kommen die anderen schon wieder in den Raum rein und dabei hatten wir den Schlüssel schon direkt gesehen. Wir versuchen was Schwierigeres. Wer von euch hat einen Füller? Wer hat einen Füller irgendwo rumliegen? Ah. Oh, da unten wird ein Füller gezeigt, ein türkiser Füller. Super, sehr schnell, gut. Jetzt kommen auch die anderen Füller dazu. Schön. Okay. Kleidungsstücke, die ihr gerade anhabt, die zählen nicht. Es muss etwas sein, was ihr in der Hand habt. Ich möchte, dass ihr mir ein rotes Hemd oder ein rotes Kleid oder ein paar rote Socken zeigt. Irgendwelche Klamotten und rote Socken, das gibt's doch nicht. Wie schnell seid ihr denn? Ja, tatsächlich, so viele Leute rote Socken heute an. Vielleicht liegt es einfach daran, dass Samstag ist. Büroklammer. Büroklammer. Wer hat eine Büroklammer? Jetzt macht sich das Homeoffice endlich mal bezahlt. Tatsächlich, da sehe ich eine Büroklammer. Gut, wunderbar. Ihr fordert mich. Okay, okay, okay. Kuscheltier. Kuscheltier. Oh Gott, das ist ein Yoshi, wen haben wir denn da? Noch ein Hai, ein Einhorn. Okay, Kuscheltiere sind anscheinend direkt immer neben dem Computer. So soll es sein, wunderbar. Bereit? Gummistiefel. Wo sind die Gummistiefel? Oh, jetzt aber wie im Ameisenhaufen bewegen die sich jetzt das. Und tatsächlich sind auch schon da die Gummistiefel. Das ist unglaublich. Ich muss wirklich mit anderen Buchstaben oder mit anderen Worten gleich kommen. Okay, macht euch bereit. Bereit machen, oder wird sich schon ausgelockert. Das ist gut. Achtung. Und vorsichtig beim Tragen. Nicht, dass ihr euch wehtut, piekst oder dass es runterfällt. Kaktus. Wer hat einen Kaktus? Niemand. Kein Kaktus. Sukkulenten aller Art sind erlaubt. Da ist der Kaktus. Yes, gut. Ach, jetzt kommen sie alle. Sehr gut, die Kaktusfraktion. Ein letztes Ding. Und dann hoffe ich, dass wir uns so ein bisschen warm gemacht haben. Ein letztes Ding. Quietscheentchen. Egal welche Farbe. Oh, Schulterz. Oh, ein grünes Quietscheentchen. Ist das ein Quietsche? Ein Hulk-Quietscheentchen? Wahnsinn. Gut, hätte ich auch nicht mit gerechnet. Ich hoffe, wir sind jetzt gerade mal ein bisschen warm geworden und können jetzt diesen Tag zusammen starten und legt alle Sachen, die ihr gerade so aus irgendwelchen Ecken rausgeholt habt, mal wieder schön beiseite, dass da nichts kaputt geht. Ich gehe jetzt darüber. Kommt ihr mit? Ich denke, ihr seid warm geworden. Das war Ziel der Sache. Danke, Sifuken, dafür. Sifuken macht jetzt schon seit 1999 Wing Chun. Für die, die es von euch noch nicht wissen, Wing Chun ist eine chinesische Kampfkunst und dient der Selbstverteidigung. Und ein bisschen Einblick werdet ihr heute noch bekommen, was das bedeutet. Aber Ken, wir beide, wir wollen über das Thema Kindersicherheit sprechen. Erzähl mir doch mal, was kann man sich unter Kindersicherheit denn vorstellen? Also Kindersicherheit ist ja erstmal ein sehr, sehr weiter Begriff. Wenn wir das auf den heutigen Tag mal so ein bisschen eingrenzen wollen, dann möchte ich gerne einmal den Teil Schulweg oder der Weg zum Kindergarten und nach Hause nehmen. Dann einmal, was passiert auf dem Schulhof selber? Und einmal den Teil, wie kann ich mich zu Hause schützen und wie kann ich zu Hause auch sicher sein? Du sagtest gerade, Kindersicherheit greift schon auf dem Weg zur Schule. Wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Wie kann ich mich auf dem Schulweg sicher machen? Ja, ich kann mir vorstellen, dass viele jetzt glauben, oh, das ist bestimmt sehr, sehr schwierig. Wie kann ich das denn jetzt mal eben so ein paar Sekunden machen? Ganz einfach, wenn wir uns vorstellen, wir gehen morgens zur Schule und das ist noch sehr, sehr dunkel und vielleicht regnet das auch und wir sind komplett schwarz angezogen. Wenn ihr euch jetzt mal vorstellt, da kommt ein Auto, hat vielleicht noch nicht die Scheinwerfer an, dann werden wir nicht so gut gesehen. Also als allerersten Tipp, reflektierende Kleidung anhaben. Hellgrün oder gelb, vielleicht ihr kennt das, ne, vom Fahrradfahren, diese kleinen Bändchen, die man dann sich an die Hose macht. Einfach Hauptsache, dass man ein bisschen sichtbarer ist. Jetzt hattest du eben gesagt, auch zu Hause muss man sich sicher machen. Jetzt ist doch zu Hause eigentlich der Ort, wo es am sichersten ist, oder? Warum muss ich mich zu Hause sicher machen? Ja, wenn
ich noch einen zweiten Teil hinzufügen darf, wenn wir zum Beispiel jetzt auf dem Schulhof sind oder auf dem Schulweg und gerade nach Hause wollen. Viele von euch haben ja einen Rucksack oder einen Toni und haben wahrscheinlich diesen kleinen Zettel, ne, vielleicht kennt ihr das, wo dann Adresse und der Name draufsteht. Ganz, ganz wichtig, versucht, dass ihr, wenn ihr euren Tornister oder Rucksack beschriftet, dass keiner von außen sehen kann, wie ihr heißt. Weil sonst wäre das ja, als wenn du jetzt hier so ein Namensschild hättest und ich dann sage, ach, hallo Alina, ich kenne dich doch, komm doch mal mit. Und das ist sehr, sehr gefährlich, vor allen Dingen, wenn da die Adresse draufsteht, wenn wir auf dem Weg nach Hause sind. Und wenn wir dann zu Hause sind, könnt ihr Kids zu Hause mal jetzt gerade selber nachdenken. Was wäre denn die richtige Möglichkeit? Ihr seid alleine zu Hause und plötzlich klingelt es an der Tür. Mama, Papa, nicht zu sehen. Was machen wir als allererstes? A, laufen wir direkt zur Tür und machen direkt mal auf, um zu gucken, wer da ist. Wer sagt ja? Wer sagt, gute Idee? Ne, nicht so begeistert von den Antworten. Okay, verstehe ich. Wer sagt, ihr geht gar nicht zur Tür und lasst einfach klingeln? Das gibt schon mehr Daumen, super. Und wer hält es für eine sehr, sehr gute Möglichkeit, erstmal vielleicht durch ein Fenster zu gucken oder es gibt ja diese kleinen Löcher in der Tür, diese Türspione, um zu gucken, wer sich überhaupt vor der Tür befindet. Weil wenn es wirklich Mama oder Papa ist, die einen Schlüssel vergessen haben, oh, auch ganz, ganz viele Daumen. Ja. Also auch das ist eine Möglichkeit, wie man sich zu Hause sicher fühlt. Nicht einfach direkt rauslaufen und jedem, den man gar nicht kennt, die Tür aufmachen, sondern einfach mal ein bisschen abwarten oder vielleicht lieber Mama und Papa nochmal anrufen. Was gibt es denn noch für eine Möglichkeit, wenn ich jetzt das Gefühl habe, okay, ich bin da jetzt in einer gefährlichen Situation, vielleicht zu Hause, vielleicht auf dem Schulweg, wenn ich mein Telefon dabei habe und auch die Möglichkeit habe, Hilfe zu rufen. Gibt es da irgendwelche Tipps und Tricks, was ich vielleicht auch mit Mama und Papa absprechen kann, damit ich sicher bin, damit ich mir Hilfe holen kann? Selbstverständlich. Wenn wir, das ist auch ein sehr, sehr großes Thema, wenn wir zum Beispiel jetzt auf dem Schulhof sind oder auf dem Weg nach Hause sind und plötzlich feststellen, oh, da kommt irgendjemand und der verfolgt mich vielleicht sogar, dann könnte ich zum Beispiel in eine Bäckerei gehen und sagen, hallo, liebe Frau, lieber Herr, ich fühle mich gerade nicht so sicher, da ist jemand, der verfolgt mich, kann ich kurz hier warten? Das Gleiche darf man im Friseurladen machen, das darf man in jedem anderen Geschäft auch machen, was gerade auf hat natürlich, und sich dann Hilfe holen. Und das hast du auch gerade gesagt, wenn ihr wirklich Hilfe holen müsst, ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr 3 Punkte befolgt und die werden gleich noch mit euch da auf der Bühne trainiert, nämlich richtig schön laut zu sein. Und das ist einer der Punkte, den wir hoffentlich heute noch richtig schön laut hier und bei euch im Wohnzimmer auch machen werden. Ja, danke, dass wir schon mal einen kleinen Einblick bekommen haben, wie wir uns sicher machen können, sowohl auf dem Schulweg als auch zu Hause. Eine Sache würde mich jetzt trotzdem noch interessieren. Jetzt haben wir ja gelernt, was wir präventiv machen können, was wir also vorbeugend tun können. Was ist denn, wenn mich jetzt wirklich mal jemand angreift, also wirklich anpackt auf dem Schulweg zum Beispiel und ich komme da in eine Situation, wo ich mich befreien muss? Dann wäre es super, wenn du dich befreist. Dadurch kann man natürlich dann verschiedene Kampfkunststile üben, Selbstverteidigung lernen und einfach als allererstes ist es immer sehr, sehr wichtig, laut zu sein. Macht alles, was ihr irgendwie könnt. Wenn euch wirklich jemand packt und wehtun möchte, dann versucht da irgendwie rauszukommen und so schnell es geht nach Hause zu laufen oder eben zu irgendeiner Insel, wo man sich Hilfe holen kann, bei einem anderen Erwachsenen zum Beispiel. Ja, vielen Dank, Sifu Ken. Ich verspreche euch, ihr werdet das gleich auch noch üben dürfen. Sifu Ken werdet ihr gleich nochmal sehen, wenn es um das Thema Schlagfertigkeit geht. Aber erstmal werden wir in unserem Programm weitermachen. Und jetzt geht's zum ersten Superhelden. Wer von euch kennt Peter Parker? Da gibt es doch bestimmt den einen oder, oh ja, da gibt es den einen oder anderen. Der hat ja unter dem Namen Spider-Man schon für die eine oder andere aufregende Situation gesorgt. Wisst ihr denn, was für eine Superkraft Spider-Man so hat? Da gibt es ja verschiedene, ne? Der kann an Mauern hochklettern. Was kann er sonst noch machen? Er ist ziemlich stark. Und vor allen Dingen hat er den Spinnensinn. Wer hat schon mal von dem Spinnensinn gehört? Ja, es sind nicht so viele. Doch, okay, alles klar. Der Spinnensinn warnt vor Gefahr. Und wie wir als normale Menschen, ohne von einer Spinne gebissen werden zu werden, auch einen solchen Spinnensinn entwickeln können, das zeigt uns jetzt der Sing Joe. Hallo zusammen. Wir sprechen jetzt über verschiedene Eskalationsstufen. Das heißt, wir zerlegen jetzt einfach mal so eine Situation.
wo ein Täter zum Beispiel ein Kind oder auch vielleicht einen anderen Erwachsenen anpöbelt, angreift, unfreundlich anspricht, ja, solche Sachen. Ich stelle euch auch ab und zu mal vielleicht die ein oder andere Ja- oder Nein-Frage. Wichtig ist, dass ihr dann nicht antwortet, sondern mir einfach mal den Daumen hoch oder Daumen runter zeigt. Und als erstes möchte ich bitte, dass ihr euch einfach mal in die Täterrolle versetzt. Das heißt, tut jetzt gerade mal so, als wärt ihr jemanden, der ihr nie sein wollt. Ja, das heißt, ihr seid jetzt jemand, der ein anderes Kind auf dem Schulhof vielleicht mal jetzt anpöbelt oder angreift oder halt unfreundlich angeht. Was denkt ihr, ist das allererste, was so ein Täter macht? Selten ist es ja so der Fall, dass ein Kind an einem anderen Kind vorbeigeht und dem direkt, pum, auf die Nase haut. Das passiert in den allerseltensten Fällen. Als allererstes passiert etwas, und zwar mit den Augen. Das ist die erste Stufe, und zwar der Blickkontakt. Ja, das heißt, meistens sucht sich der Täter eine Person, ein Kind zum Beispiel, aus und schaut das an. Wichtig dabei ist, wie verhält man sich dann? Ja, was macht man, wenn man komisch angeguckt wird von jemandem, vielleicht auch böse, und ihr merkt schon, irgendwas stimmt hier nicht so ganz. Guckt ihr den Böse zurück an? Ja, guckt ihr dem tief in die Augen? Macht vielleicht noch sowas? Ist das die richtige Entscheidung? Da sehe ich Daumen runter, genau, das sollte man nicht machen. Das könnte den Täter vielleicht noch provozieren und er denkt sich, wieso ist der denn da so frech? Wieso guckt er mich denn jetzt auch so an? Ja, genau. Was wäre denn eine bessere Lösung? Zum Beispiel ignorieren, was haltet ihr davon? Ignorieren ist zum Beispiel, man tut so, als wäre derjenige gar nicht da und guckt einfach weg. Gute Idee? Und da sehe ich viele Daumen nach oben und das ist definitiv die bessere Idee. Ja. Solltet ihr mal in der Situation sein, wo ihr komisch angeguckt werdet von jemandem, den ihr nicht kennt, ja, dann geht nicht auf diese Blicke ein, ignoriert diese Person einfach. Wenn der Täter aber trotzdem Lust hat, euch auf die Nerven zu gehen, dann passiert danach meistens noch was anderes. Und das ist das Ansprechen, also die Ansprechphase oder Ansprechstufe. Das kann was Nettes sein, das kann aber auch was total Doofes sein, zum Beispiel eine Beleidigung oder so ein, ey, wieso guckst du denn so doof, komm mal zu mir, ja. Wie verhält man sich dort richtig? Geht man auf das Gespräch ein? Spricht man mit diesem Fremden oder auch mit dem anderen Kind? Was würdet ihr sagen, wenn da jemand sagt, ey, wieso guckst du so komisch, wieso guckst du so doof, hast du ein Problem? Ja, was sagt ihr? Sagt ihr dann, nö, mit dir habe ich kein Problem? Ist das so die bessere Entscheidung? Oder ignorieren wir vielleicht diese Person auch einfach weiterhin? Er guckt uns komisch an, dann sagt er vielleicht noch irgendwas Doofes und wir ignorieren den weiterhin. Wenn ihr die Möglichkeit habt, geht vielleicht auch einfach weg. Geht zu euren Freunden, geht zu eurer Familie oder zu Bekannten, die in der Nähe sind und macht die schon mal darauf aufmerksam. Sagt denen schon mal, hey, der Mann da hinten, der guckt mich die ganze Zeit schon so komisch an und der hat auch gerade irgendwas gerufen. Ich kenne den gar nicht. Ich weiß gar nicht, was der von mir möchte. Also holt euch schon mal Hilfe. Ja. Sollte der Täter euch immer noch nicht in Ruhe lassen, kommt meistens noch was danach und das nennen wir die Austestphase. Ja. Oder auch die Schubsphase genannt. Da möchte der Täter herausfinden, wehrt das Opfer sich? Ja. Oder lässt er sich hier rumschubsen? Kann ich den einfach angreifen? Lässt er sich beleidigen? Ja? Oder wehrt er sich und macht vielleicht auf sich aufmerksam? Ja? Das heißt, solltet ihr mal angesprochen werden, und zwar negativ, ja, im Sinne von einer Beleidigung oder von einer Pöbelei oder sowas, geht auf keinen Fall auf dieses Gespräch ein und macht auf euch aufmerksam. Ja? Und wie ihr das macht, das verrate ich euch jetzt mit einem bestimmten Satz. Und dieser Satz heißt, und den dürft ihr jetzt gerne mitsprechen, Stopp, Fremder, lassen Sie mich in Ruhe. Jetzt denkt ihr vielleicht, warum Fremder, warum Sie, warum sage ich nicht einfach, ey, lass mich in Ruhe, ich habe da keine Lust drauf. Ja? Wenn ihr von einer fremden Person, gerade ihr Kinder, angesprochen oder angepöbelt werdet, dann ist das wichtig, dieses Wort Fremder zu benutzen, weil ich denke mal, ihr wisst, was ein Fremder ist. Ein Fremder ist eine Person, die man nicht kennt. Dürft ihr mit fremden Personen sprechen?
Daumen hoch, Daumen runter? Nein, ich sehe, genau, Daumen nach unten und Köpfe, die geschüttelt werden. Richtig, mit fremden Personen, die ihr nicht kennt, mit denen wird nicht gesprochen. Jawohl. Wir kehren zurück zu diesem Satz. Stopp, Fremder, lassen Sie mich in Ruhe. Wichtig ist, das Wort Fremder zu benutzen und diese Person zu siezen, damit auch alle Personen, die das vielleicht mitbekommen, ja, wenn ihr gerade auf dem Spielplatz seid, da kommt jemand, der spricht euch an und ihr schreit, Stopp, Fremder, lassen Sie mich in Ruhe, dass jeder, der dort ist, weiß, okay, da passiert gerade etwas Ernstes und die kennen sich nicht, da gehe ich mal helfen. Ja, deswegen wichtig. Drei Sachen noch zu diesem Satz. Es ist wichtig, dass ihr diesen Satz laut sagt, damit euch jeder versteht, ja? Damit euch jeder hört. Es ist wichtig, dass ihr diesen Satz ernst sagt, weil das Ganze eine ernste Situation ist, damit auch jeder weiß, ey, das ist kein Spaß, was da passiert, sondern da ist wirklich was Ernstes und irgendwas stimmt da nicht. Und das Dritte ist, dass ihr das Ganze deutlich sagt, damit euch natürlich auch jeder versteht. Ja? Dann hätte ich ganz gerne einmal die Alicia bei mir, das ist meine Assistentin, die kommt jetzt einmal zu mir. Wir gehen ein paar verschiedene Sachen einmal durch und dann auch in die nächsten beiden Stufen. Jawohl, komm einmal zu mir. Und zwar möchte ich bitte, dass ihr euch jetzt einmal gegenüberstellt. Ja? Das heißt, Kind steht da und Mama oder Papa steht gegenüber, so wie wir jetzt gerade hier stehen. Und dann möchte ich, dass ihr als Eltern einfach mal auf euer Kind zugeht, ja, oder wenn ihr Geschwister seid, halt, ne, einfach aufeinander zugeht und das Ganze recht nah, so dass ihr wirklich sehr, sehr nah vor eurem Kind steht. Wie fühlt sich das jetzt gerade so an, wenn ich so nah vor dir stehe? Komisch. Komisch, ne? Nicht so toll. Vor allem, ich meine, wir kennen uns jetzt, ja? Da ist das immer noch eine andere Situation. Noch schlimmer und noch kritischer wird's, wenn da jemand Fremdes auf einmal so nah vor euch steht. Und mir ist es wichtig, dass ihr wisst, dass keine Person, die ihr nicht kennt, oder auch Personen, die ihr kennt, wo ihr aber sagt, ne, ich möchte nicht, dass der mir so nahe kommt, dass euch niemand so nahe kommt. Ihr kennt vielleicht den Satz, eine Armlänge Abstand. Das habt ihr schon mal gehört. Ja? Und wenn ihr euren Arm mal so ausstreckt, dann habt ihr so einen Bereich vor euch. Und dieser Bereich, der gehört euch. Das ist kein Bereich, wo irgendeine Person hinzugehen hat. Weil das ist eure Privatsphäre und das wird einfach zu nah. Jetzt geht ihr mal bitte als Elternteil auf das Kind zu. Und wenn euch das zu nah wird als Kind, möchte ich, dass ihr einfach mal einen Schritt zurückgeht, die Hände nach oben nehmt, nennt sich bei uns die Verteidigungsstellung. Alicia zeigt das einmal. Und ihr sagt laut, deutlich und ernst, Stopp, Fremder, lassen Sie mich in Ruhe. Am besten so laut, dass wir euch hier hören. Okay? Also, Arme einfach mal nach unten, ganz normal hinstellen. Wir beide zeigen euch das noch einmal und dann möchte ich das bei euch sehen. Ja? Stellt euch so ein Stück auseinander und wenn ihr als Kind sagt, das ist mir jetzt zu nah, dann geht ihr einen Schritt zurück, nehmt die Arme nach oben und sagt, Stopp, Fremder, lassen Sie mich in Ruhe. Okay? Los geht's. Und dich möchte ich auch hören. Okay? Stopp, Fremder, lassen Sie mich in Ruhe. Jawohl. Laut war das so ein bisschen. Ernster könnte es noch sein. Verstanden habe ich dich auf jeden Fall. Jawohl. Und wir spielen das Ganze noch einmal durch. Stell dich noch einmal hin. Jetzt ein bisschen lauter, ein bisschen ernster. Okay? Ich gucke auch mal ein bisschen bei euch. Und los geht's. Stopp, Fremder, lassen Sie mich in Ruhe. Jawohl. Sehr gut. Yes, das sieht gut aus bei euch. Sehr schön. Das ist die dritte Phase, ja? Das Austesten. Wehrt sich mein Opfer? Ich näher mich dem. Vielleicht schubse ich auch schon mal, ja? Bei dieser Phase ist es, wie gesagt, wichtig, auf sich aufmerksam zu machen und sich im Idealfall Hilfe zu holen. Auch wegrennen ist eine super Idee, ja? Und brüllt dabei, Stopp, Fremder, lassen Sie mich in Ruhe. Wir kommen zur Phase 4. Und Phase 4 ist die Eskalation an sich. Ja, das heißt,
Wenn alles drei, was wir jetzt in diesen Phasen, kannst ruhig noch zu mir kommen, brauchst nicht die ganze Zeit bereitstehen. Wenn alles drei, was in diesen Phasen jetzt passiert ist, wenn das nicht funktioniert, ja, das Blicke abwenden, ignorieren, wegrennen, Stopp, Fremder, lassen Sie mich in Ruhe schreien, und der Fremde euch trotzdem versucht anzugreifen, anzufassen, hinterherzukommen, dann kommt der Zeitpunkt, wo man sich wehren muss. Ja? Und wie man sich von bestimmten Angriffen wehrt, das zeigen Alicia und ich euch jetzt. Ihr könnt euch schon mal ein bisschen Platz machen dafür. Ja? Vor allem stellt euch alle schon mal hin. Ich sehe ein, zwei sitzen noch auf der Couch. Ihr braucht jetzt so einen Schritt nach vorne, einen Schritt nach hinten Platz. Also macht euch kurz da ein bisschen was frei. So, seid ihr bereit, ja? Sehr schön, gut. Ich habe das eben schon mal ganz kurz angerissen und die Alicia hat so ein bisschen gezeigt, unsere Verteidigungsstellung. Verteidigungsstellung bei uns sieht so aus, wir nehmen einen Fuß nach vorne und das ist euer Lieblingsfuß. Mach du ruhig mit, genau, nimm auch deinen Fuß nach vorne und dann nehmen wir beide Hände offen vor den Körper. So sieht unsere Verteidigungsstellung aus. Wir haben unsere Hände immer offen vor dem Körper und nicht zur Faust, weil, wenn jemand das ganze Geschehen beobachtet, sieht das hier immer viel deeskalierender aus als sowas. Okay? Das ist unsere Verteidigungsstellung. Also wenn ich jetzt gleich das ein oder andere mal wieder sage, so einmal in die Verteidigungsstellung, ist immer das hier gemeint. Beide Hände nach vorne, ein Fuß nach vorne. Perfekt. Wir spielen jetzt so ein paar verschiedene Angriffe durch. Passt bitte dabei aufeinander auf. Ja? Wir machen das Ganze sehr entspannt zu Beginn. Später steigern wir uns natürlich ein bisschen mit der Intensität. Aber wichtig, verletzt euch nicht. Das sind jetzt keine Angriffe wie ein gerader Schlag auf die Nase oder ein gerader Tritt zum Bauch, sondern bei uns sogenannte Notfalltechniken. Das sind solche Angriffe wie würgen oder am Arm ziehen oder an den Haaren ziehen. Okay? Gerade bei diesen Sachen am Hals seid sehr, sehr vorsichtig und wie gesagt, verletzt euch nicht. Der erste Angriff, mit dem wir uns beschäftigen, stell dich einmal bitte in die Verteidigungsstellung, Blick Richtung Kamera, also dreh dich einmal nach vorne bitte. Genau. Erster Angriff ist ein Würgeangriff von der Seite. Das heißt, Partner 1 steht in der Verteidigungsstellung und Partner 2 nimmt die Hände und legt die locker um den Hals. Das ist der Angriff. Jawohl. Die Abwehr dazu sieht wie folgt aus. Ihr nehmt den Arm auf der Seite, wo ihr gewürgt werdet, und geht mit dem Arm, so wie die Alicia das jetzt macht, ganz langsam hinten rum, stopp, und versucht mit eurem Arm an eurem Ohr vorbeizugehen und so mit Schwung die Arme abzustreifen. Okay? Wir zeigen es noch einmal langsam, dann noch einmal, wie das Ganze mit Power aussieht. Okay? Von der Bewegung her, hinten rum, ganz langsam und mit Schwung dann runter. In Action sieht das Ganze so aus. Wum, ihr schubst den Partner von euch weg. Und das war's. Und das möchte ich, dass ihr das jetzt zu Hause mal ein bisschen durchspielt. Sowohl ihr Kinder als auch ihr Eltern. Ja? Also mal greift der eine Partner an und ihr macht die Abwehr, schubst den Partner weg. Dann geht der andere in die Verteidigungsstellung und der andere Partner greift an. Abwehr und wegschubsen. Und wieder in die Verteidigungsstellung und der andere Partner greift an. Immer im Wechsel, okay? Let's go! Oh, ich sehe schon, die ersten schubsen schon die Mama durchs Wohnzimmer. Jawohl, das sieht sehr, sehr, sehr gut aus. Dürft natürlich auch gerne mal die andere Seite angreifen, dann ist das Spiel natürlich das Gleiche. Nur auf der anderen Seite. Ne? Wenn die andere Seite gegriffen wird, benutzt ihr den anderen Arm. Und greifer. Zack. Yes. Hat das jeder so 3 bis 5 Mal gemacht? Perfekt. Hat das funktioniert? Jawohl, sehr gut. Dann gehen wir direkt in den nächsten Angriff. Und zwar, was machen wir, wenn uns jemand am Arm festhält? Ja?
Und das ist auch egal wie, ob ich mit der Hand den Arm greife oder umgekehrt. Völlig egal, die Abwehr ist immer die gleiche. Und zwar, wenn wir gegriffen werden, Alicia, greif mich mal bitte, ist das Erste, was wir machen, drehen unsere Handfläche nach oben. Ja, sodass die Handfläche Richtung Decke zeigt. Dann haben wir schon den Vorteil, dass wir von unserem Partner so ein bisschen den Arm verdreht haben. Und um uns zu befreien, tun wir so, als wäre eine Fliege auf dem Unterarm von unserem Partner, die wir erwischen wollen, und befreien uns. Und ich weiß nicht, ob ihr das jetzt gerade gehört habt, aber da sollte bei jedem von euch, sofern ihr kurzärmelige Sachen anhabt, so ein Klatschgeräusch entstehen. Ja, das kann sein, dass der Arm jetzt ein bisschen rot wird. Das ist völlig in Ordnung, das ist nach 5 bis 10 Minuten wieder weg. Okay, also noch einmal langsam. Partner 1 steht in der Verteidigungsstellung. Partner 2 greift. Ihr nehmt die Handfläche nach oben und mit der flachen Hand wird draufgehauen zum Befreien und der Partner wird von euch weggeschubst. Und dann wechseln wir wieder. Ja, anderer Partner greift, Handfläche nach oben, draufhauen zum Befreien, wegschubsen vom Partner. Okay? Und das auch bitte einmal im Wechsel. Let's go! Wasser. Das sieht sehr gut aus bei euch. Jawohl. Schön. Hat das geklappt? Funktioniert das? Ich sehe noch, alle sind noch beschäftigt. Alle sind noch... Jawohl. Hat das geklappt? Ja, da sind die Daumen. Jawohl. Sehr gut. Gut, einen Angriff kriegen wir noch dazu. Und dann mischen wir das Ganze gleich ein bisschen. Ja? Wir hatten jetzt... Einmal den Würgeangriff von der Seite und einmal Arme greifen. Wir nehmen jetzt noch einen ganz, ganz einfachen mit dazu. Und zwar, was mache ich, wenn ich von hinten gewürgt werde? Okay? Und zwar, Partner 1 wirkt von hinten. Und wir nehmen zuerst unsere Schultern hoch und das Kinn nach unten, um uns hier so ein bisschen Platz zu verschaffen. Als Zweites nehmen wir beide Arme hinter den Kopf, als würden wir uns jetzt schlafen legen. Und dann drehen wir uns einfach mit Schwung um. Und das war's schon. Okay? Einmal noch, wir werden gewürgt, Schultern hoch, Kinn nach unten, Arme hinter den Kopf, drehen. Und das war's. Auch noch einmal im Wechsel bitte, los geht's. Jeder noch so ein, zwei Angriffe, dass das jeder so 2, 3, 4, 5 Mal gemacht hat. Yes. So, die letzte Minute oder die letzten 1, 2 Minuten hätte ich ganz gerne, dass jetzt ausschließlich die Eltern angreifen und die Kinder sich verteidigen. Okay? Das Kind steht in der Verteidigungsstellung. Jawohl, lass mich die Verteidigungsstellung sehen. Yes, sehr schön. Und jetzt mischen wir diese 3 Angriffe durch. Das heißt, entweder kommt der hier und ihr befreit euch. Oder ihr werdet von der Seite gewürgt und ihr befreit euch. Oder ihr werdet von hinten gewürgt und ihr befreit euch. Okay? Und jetzt möchte ich, dass ihr die Geschwindigkeit und die Power für die letzte Minute mal so ein bisschen hochschraubt. Ja, dass ihr ein bisschen ins Schwitzen kommt und ich sehe, dass sich da auch was tut. 1 Minute, auf die Plätze, fertig, los geht's! Das sieht gut aus bei euch. Sehr schön. Weiter so. Letzten 30 Sekunden. Nochmal richtig Vollgas geben.
Und noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und der letzte Angriff. Jawohl, sehr schön. Klasse gemacht zu Hause. Das sah echt, echt, echt gut aus. Und vor allem jetzt zum Ende nochmal richtig, richtig Power, die ich da gesehen habe. Dann bedanke ich mich und ich übergebe das Wort wieder zurück an Alina. Ja, Wahnsinn, das habt ihr richtig toll gemacht. Wir haben euch hier beobachtet und sind uns sicher, dass ihr jetzt bestens mit dem Spinnensinn ausgestattet seid. Das heißt, wir haben jetzt gelernt, dass wir uns präventiv verhalten. Wir wollen gar nicht erst in eine gefährliche Situation kommen. Kommen wir doch in eine gefährliche Situation, haben wir gelernt, wie wir uns Hilfe suchen, wie wir auf uns aufmerksam machen. Ganz, ganz wichtig. Und wenn wir dann doch keine Hilfe kriegen und uns doch selber wehren müssen, haben wir jetzt auch gelernt, was wir machen müssen, um da rauszukommen. Habt ihr richtig toll gemacht. Ja, diesen Moment möchte ich nutzen, um nochmal darauf aufmerksam zu machen, dass wir ja heute an Kinder denken, denen es nicht so gut geht. Und das hat auch was mit einer Superkraft zu tun, nämlich mit der Superkraft Hilfsbereitschaft, dass ich anderen helfe. Mir geht es vielleicht besser, anderen nicht. Und dann stehe ich in der Position, dass ich helfen kann. Das ist absolut eine Superkraft, die wir in diesem Moment alle anwenden sollten. Schaut euch doch mal um zu Hause, ob ihr nicht vielleicht auf die ein oder andere leere Druckpatrone trefft oder ob ihr noch Kleingeld aus anderen Ländern auf dem Tisch oder in der Schublade liegen habt oder ob ihr richtig lange Haare habt, von denen ihr euch trennen wollt und könnt, um damit anderen Kindern zu helfen. Also, das ist unsere Herzensangelegenheit. Geht auf die Webseite der It's for Kids und schaut, ob auch ihr helfen könnt. So, jetzt wird's aber erstmal zauberhaft. Viel Spaß dabei. Ja, zauberhaft ist es, wenn man anderen Kindern helfen kann, die in Not sind. Und zauberhaft ist es auch, wenn man Menschen vor Taschendieben helfen kann. Wir haben heute Deutschlands berühmtesten Taschendieb und Zauberkünstler hier. Wir haben Giovanni Alecci hier, den ihr vielleicht aus dem deutschen Fernsehen kennt. Und ich freue mich unheimlich, dass der heute hier auf unserer Bühne ist und möchte ihn euch gerne vorstellen. Hier ist Giovanni. Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich möchte euch heute zeigen, wie schnell es geht, dass man bestohlen werden kann. Dafür haben wir heute auch einen Assistenten. Thomas, würdest du bitte zu mir kommen? Hallo zusammen. Ja, ich werde jetzt an Thomas zeigen, wie schnell es geht, dass man bestohlen werden kann und das mit so einer Münze. Thomas, nimm mal bitte die Münze in die Hand. Wäre es möglich, jetzt diese Münze aus der Hand zu stehlen? Stellt euch vor, das wäre eine offene Handtasche. Und ich könnte so da reingreifen, weil sie offen ist. Man sollte niemals, gerade an die Frauengerichte jetzt, mit einer offenen Handtasche rumlaufen, weil dann kann man bestohlen werden. Am besten ist es, man schließt die Hand. Jetzt kann ich da ja nicht mehr reingreifen. Ich könnte jetzt natürlich versuchen, mit Gewalt das Ganze da rauszuholen, aber du würdest es ja merken. Ich hab die. Du hast sie. Ich hab die Münze. Gut, stramm und fest. Ich hab die. Ich komme da nicht dran. Also nein. Ich würde sie gerne rausziehen und sie dir hier in die Hosentasche reinstecken. Kannst du gerne. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber ich werde es versuchen. Ja? Okay. Ich kann sie sehen. Die behalte ich jetzt. Gut, halt gut fest. Ich hab's. Pass auf, steck sie doch mal bitte in deine linke Hosentasche rein, die Münze. Dreh dich einmal um, dass alle deinen starken Rücken sehen. Ich halte sie aber weiter fest. Ne? Du hältst sie weiter fest. Dreh dich einmal bitte so um. So, und jetzt könnt ihr alle hier sehen, was er da hat, oder? Wichtig ist die Ablenkung. Pass auf, wir drehen uns jetzt einmal hier so nach vorne um und ich gehe mal hier auf die Seite. Ja, das ist schön. Ist die Münze noch da? Meine Münze habe ich. Zeig mal. Ich habe dir gesagt, die habe ich. Zeig warte, mal. Warte, warte. Ja? Ja. Okay, hätte ich sie jetzt gestohlen, was hättest du gemacht? Ich mich gewehrt. Ich hätte sie mir wieder geholt. Auf jeden Fall wehren. Aber weißt du, du hättest mir gar nicht hinterherlaufen können, weil wenn jemandem die Hose rutscht, weil der Gürtel weg ist. Ach komm, mach keinen Scheiß. Wo hast du den denn her? Den habe ich dir gerade abgenommen. So schnell geht es mit Ablenkung, etwas anderes zu stehen, okay, als wie man vorher gesagt hat. Also, ganz wichtig, wenn sowas passiert und du kannst kein WT, dann solltest du keinen Streit beginnen, weil du weißt nie, ob dein Gegner stärker ist als du. Richtig. Was macht man da? Keine Ahnung, Polizei rufen. Genau. Ja. Womit machst du das? Im Zweifel mit meinem Handy. Wo ist dein Handy?
Vorhin noch. Das bitte schön. Ah, super, ja. Ja, ich glaube, es wird langsam Zeit für ihn, sich zu verabschieden, denn seine Uhr ist nämlich auch weg. Ach, das meinst du nicht. Für die, die es nicht gesehen haben, ja, vielleicht schneiden wir das irgendwann mal und zeigen euch das in Zeitlupe. Ja? Wir tauschen wieder, du kannst die Münze dann genau, haben, vielen Dank. Ne? Da kann man mal sehen, wie schnell es gehen kann, dass man bestohlen wird. Und was hast du davon gemerkt? Gar nichts. Also ernsthaft, gar nichts. Und in der Regel sagen viele zu mir, also. Und vor allem, ich war ja jetzt eigentlich darauf vorbereitet, dass er irgendwas mit mir vorhat, ja. Ich habe das nicht gemerkt. Ich habe ihm ja nicht alles gesagt. Ich habe ihm gesagt, ich werde dir die Münze stehlen. Ja. Ne? Versuch sie krampfhaft festzuhalten. Und sein Kopf war jetzt die ganze Zeit auf diese Münze fixiert. Und dann hast du keine Chance, weil alles andere wird ausgeblendet. Die ganzen Berührungen, die man macht, ne? Wenn ich so mache, ich greife hier kurz rein. Und es geht wirklich schneller, als man denkt. Und ich habe schon viele Menschen beklaut, die vorher gesagt haben, das klappt bei mir nie. Und danach waren sie baff und wirklich sprachlos. Deswegen denkt nicht immer, ihr seid irgendwie die Besten. Euch kann man nicht bestehlen. Jeder kann mit einer guten Ablenkung bestohlen werden. Aber eins machst du jetzt mal. Du musst mir und ich denke auch den Leuten, die hier zugucken, vielleicht einfach mal erklären, wie lange hast du denn jetzt dafür gebraucht, das zu lernen? Puh, sehr lange. Also ich mache das schon über 10 Jahre und Beispiel, um eine Uhr zu stehlen, muss man mindestens 100 verschiedene Uhren stehlen, bevor man es wirklich beherrscht und die Leute es nicht merken. Ich habe schon Uhren, also eine Uhr war 120.000 Euro wert, die habe ich schnell angezogen. Und da sagt der Herr, wo er die Uhr sieht, schöne Uhr hast du. Die ist selten. Ich sage, ja, die ist sehr selten. Ja, weil ich habe sie auch, sagte er. Ja. Als Zauberer hat man so, ne? Wie seine Frau sagte, das ist deine Uhr, verdammt nochmal. Also ja? Ich habe wirklich also, gar nichts gemerkt. Man merkt nichts. Ja. Es ist eine gute Ablenkung. Deswegen, man muss alles gut trainieren, genau wie beim Kampfsport. Jede Technik muss sitzen. Ich weiß einen schönen Spruch von Bruce Lee. Er sagte, ich habe keine Angst vor dem, der 1000 verschiedene Techniken kann, aber Angst vor dem, der eine Technik 1000 Mal geübt hat. Deswegen übt die Techniken. Es ist so wichtig, die Techniken zu beherrschen. Denn genauso wie ich das hier stehlen kann, es ist alles Übung, könnt ihr im BT, indem ihr das immer, immer wieder übt, irgendwann mal im Schlaf, wie Autofahren. Also denkt dran, ihr müsst immer üben, üben, üben. Herzlichen Dank. Ja, super, wirklich. Das ist immer wieder beeindruckend. Vielen Dank, ihr Lieben. Danke, Sifu Thomas, dass du dich auch zur Verfügung gestellt hast. Es ist wirklich beeindruckend und da sieht man wieder, was für Parallelen wirklich zwischen der Kampfkunst und der Zauberkunst existieren. Nämlich, dass Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung wirklich ganz, ganz wichtig ist, um irgendwann auch zur Meisterschaft zu gelangen. Das hat natürlich auch etwas mit anderen physischen Mitteln zu tun und Alina wird uns etwas Neues heute präsentieren. Ja, als nächstes werdet ihr das taktile Reaktionstraining kennenlernen und ich möchte da gar nicht so viel zu sagen, denn im Interview mit Sifu werdet ihr da gleich noch viel mehr Informationen bekommen. Ich überreiche jetzt sofort an CJ Anne und Seeing Joe, die werden nämlich ein paar Übungen mit euch machen, durch die ihr dieses taktile Reaktionstraining schon mal ein bisschen üben könnt. Viel Spaß dabei. Dankeschön, hallo zusammen, ich bin Seeing Joe. Und es ist wieder Mitmachzeit, also steht alle auf und schnappt euch einen Partner und stellt euch gegenüber hin. Rechtes Bein nach vorne, mein Partner hat auch das rechte Bein nach vorne und als erstes heben wir unsere Hände und geben uns eine High Five. Diese Hände bleiben jetzt hier und wir geben etwas Druck. Ist der Joe jetzt komplett steif und strengt sich ganz doll an, dann sollte er in der Regel umfallen. Also Arme locker lassen. Erste Aufgabe für euch, locker bleiben und trotzdem nach vorne drücken. Wenn ich jetzt meine Hände wegnehme, dann schießen die Hände vom Joe direkt an meine Oberarme. Das machen wir jetzt einfach 5 Mal. Und ob ihr die Hände nach außen oder nach innen zieht, Joes Hände berühren immer meine Oberarme. Und wenn das gut funktioniert, dann ist auch mal der andere Partner dran. Genau. Haltet den Druck und irgendwann lasst ihr die Arme einfach flitschen. Genau. Und die Hände vom Partner sollen immer zum Bizeps, also zum Oberarm wandern.
Wichtig dabei ist, dass wenn ihr die Hände flitschen lasst, dass der andere Partner, wir zeigen es jetzt extra einmal falsch, ja, nicht nach vorne fällt. Also das hier, was wir jetzt zeigen, sollte nicht passieren. Okay? Deswegen nicht mit dem ganzen Körper reinlehnen, sondern so ein bisschen Druck, ein bisschen Kraft aus den Armen. Jawohl. Und wir lassen nochmal flitschen. Yes. Und wir erhöhen den Schwierigkeitsgrad. Ein Arm außen, ein Arm innen. Oh. Okay, vorher absprechen, wer ist der aktive Part? Okay, ich bin jetzt aktiv da und los geht's. Yes. Und das funktioniert natürlich auch nur mit einem Arm. Sehr gut, ohne abzusprechen. Oder beide Arme. Partnertausch, Joe ist wieder dran. Und flitschen lassen. Und Arme weg. Jawohl. Wie die Anne gerade schon gesagt hat, auch gerne mal nur einen Arm flitschen lassen. Ja? Oder den gleichen nochmal. Oder den anderen. Oder doch wieder beide. Da ist euch freie Wahl gelassen. Um das Ganze jetzt ein bisschen schwieriger zu gestalten, nehmen wir jetzt mal unseren Fuß nach hinten und unsere Füße stehen nebeneinander. Ja, das heißt, kein Fuß ist vorne, Füße sind nebeneinander. Und wir machen das gleiche Spielchen wie jetzt gerade nochmal, nur dass wir anders stehen. Und wir tauschen wieder. Der andere Partner lässt die Arme flitschen. Yes. Und auch dabei darauf achten, dass ihr nicht nach vorne fallt. Genau. Yes. Das sieht gut aus. Schön. Und Partnertausch. Ja, da bin ich ja dran. Läuft bei uns. Okay, ich glaube, das hat jeder verstanden. Wir erhöhen die Schwierigkeit. Wir bewegen unsere Hände. Ich drücke meine Hände nach vorne und der Joe muss nachgeben. Gibt er nicht nach, passiert wieder das. Also, wir geben nach. Bleibt schön gegenseitig an den Handflächen kleben. Der eine Partner ist jetzt derjenige, der ein bisschen drückt und den anderen Partner, ich sag mal, anleitet. Und der andere Partner, der folgt einfach diesem Druck und bleibt an den Handflächen kleben. Und irgendwann, während dieser Kreisbewegung, mache ich wieder das. Arme breit. Und ihr schnellt wieder nach vorne zu den Oberarmen eures Partners. Gerne auch mal in die andere Richtung oder ein Arm nach vorne, der andere nach hinten. Jawohl. Yes. Und immer wieder zwischendurch die Arme fallen lassen. Und um zu kontrollieren, ob da auch wirklich die ganze Zeit die Spannung da ist. Egal, ob ihr nach vorne geht oder nach hinten geht mit den Händen. Zu jedem Zeitpunkt sollte dieser Vorwärtsdruck da sein. Und eure Arme sollten sich ähnlich verhalten wie so eine Art Sprungfeder, die eingedrückt wird. Und sobald der Druck weggeht, wumm, wieder nach vorne schnellt. Ja? Und wir wechseln nochmal. Der andere Partner lässt nochmal die Arme flitschen. Jawohl. Und ich denke, das funktioniert super. Also gehen wir etwas weiter in den Bewegungen. Nicht mehr nach vorne und nach hinten, sondern auch zur Seite, nach unten. Unterschiedliche Richtungen. Lasst euch da gar keine Einschränkung, komplett frei kreisen. Und die Hände berühren sich. Es darf nicht gelöst werden. Außer ich lasse die entfallen. Rechter Arm bewegt sich, linker Arm. Yes. Unterschiedliche Bewegungen. Wie gesagt, der eine Partner ist wieder derjenige, der diese Bewegungen einleitet und der andere, der folgt quasi. Und irgendwann lasst die Hände fallen. Yes. Und wenn das ganz gut funktioniert, dann erhöht ruhig mal den Druck, so dass der Joe seinen Oberkörper mitbewegen muss. Genau, die schon mal
bei uns beim Training waren, schon mal so ein bisschen was von Kung Fu Wing Chun gehört haben und eine Wendung kennen, die dürfen die gerne hier mit einbauen. Ansonsten gebt ihr einfach hier aus dem Oberkörper so ein bisschen nach. Boom. Und bringt so ein bisschen euren Körper aus der Schussbahn von eurem Partner. Und immer die Kontrolle. Ist der Druck da? Ist der Druck da. Yes. Und jetzt erhöhen wir einfach mal das Tempo und machen das ganz frei. Das sieht super aus. Noch einmal der andere Partner. Wenn ihr mögt, könnt ihr jetzt natürlich auch mal versuchen, den Partner so ein bisschen zu schubsen. Mal sehen, ob er schon nachgeben kann. Denkt daran, die Arme sind locker und wir geben nach. Genau, und immer wieder die Kontrolle nicht vergessen, einfach mal irgendwann die Arme wegzureißen. Genau, um zu gucken, ob der Partner wirklich die ganze Zeit mit Spannung dran bleibt. Für die nächsten 1-2 Minuten gibt es jetzt nicht mehr den aktiven und den inaktiven Partner quasi, sind ja beide eigentlich aktiv, aber jetzt leitet nicht mehr der eine die Bewegung ein, ja, sondern jetzt dürfen beide Druck ausüben. Und zwar egal, ob nach vorne, oder zur Seite oder nach unten, ja? Und beide Partner dürfen die Arme zu irgendeinem Zeitpunkt wegnehmen, um zu kontrollieren, ob der andere das auch richtig macht, ja? Das heißt, irgendwann nimmt irgendein Partner irgendeinen Arm weg, okay? Yes, sehr gut. Was ist mit denen, die da auf der Couch sitzen? Habt ihr keinen Partner? Das ist natürlich dann schwierig jetzt gerade. Sorry. Yes. Ja, die letzten 30 Sekunden. Nochmal Vollgas. Knapp. Und wer jetzt richtig die Schwierigkeit erhöhen möchte, macht einfach mal die Augen zu. Yes. Und noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und stopp. Yes, das sah, auch wie eben bei den Selbstverteidigungstechniken, klasse aus. Also wirklich sehr, sehr schön. Was es genau jetzt damit auf sich hat und warum wir dieses Spielchen hier gemacht haben, ja, das erklärt euch jetzt Sifu Tommy. Ja, schon angekündigt, Sifu Tommy wird uns jetzt ein bisschen was zum taktilen Reaktionstraining erklären. Sifu Tommy ist der Verbandsleiter der Wing Chun International und hat dieses taktile Reaktionstraining entwickelt. Sifu, wie bist du darauf gekommen? Was hat dich dazu bewegt, dieses Konzept zu entwickeln? Ja, das taktile Reaktionstraining ist ein Bewegungsprogramm, was ich für die Uni in Köln konzipiert habe. Und zwar geht es darum, dass wir einfach den Lernerfolg verbessern wollen. Sowohl von Universitätsstudenten, aber auch von normalen Schülern, auch von Grundschülern. Einfach dadurch, dass man Areale im Gehirn
in dieser Bewegungsweise anfeuert, die es auch, die auch dann aktiv sind, wenn man in einem Flow-State ist. Da gehen wir gleich mal drauf ein, was das genau ist. Es geht also darum, dass man lernt, mit dem Partner zu kooperieren, mit dem Partner zu fließen, flexibel zu sein, sämtliche Gliedmaßen, den gesamten Körper als eine Sprungfeder quasi zu benutzen und auch ein Spiel daraus zu machen, dass man den Partner einfach mal eine Falle in eine Falle laufen lässt, indem man ihn feste schubst oder aber nachgibt und ihn vielleicht auch zieht hinterher. Das heißt, es macht unheimlich Spaß, es ist ein Ganzkörpertraining, was man hat. Naja, und man hat auch noch den kognitiven Gedanken mit dabei. Du hattest jetzt als einen total wichtigen Aspekt den Flow genannt. Was können wir uns denn jetzt unter einem Flow vorstellen? Ja, es ist ein bisschen abstrakt. Kennt ihr diese Situation, in denen einfach alles funktioniert? Alles fühlt sich leicht an, es ist easy, weil ihr gerade in einer Aktivität seid, die euch Spaß macht. Vielleicht lest ihr gerade was, wenn ihr gerne lest. Vielleicht seid ihr in einem Videospiel irgendwo. Vielleicht seid ihr aber auf dem Fußballplatz oder in irgendeiner anderen Aktivität und ihr merkt, ey, das macht alles super Spaß und es funktioniert einfach alles, ohne dass ich mich großartig anstrengen muss. Das ist Flow. Und wenn es möglich ist, dieses Ergebnis halt auch ins in die Lernerfahrung mit rüber zu bringen, aus diesem Grund haben wir das so ein bisschen entwickelt. Also dieses taktile Reaktionstraining kann in Schulen, in Kindergärten, an der Uni zwischen den Lernblöcken einfach mal als Auflockerung genutzt werden, ja, um das Gehirn halt ein bisschen aufzufrischen und in diesen Flow-State wieder reinzukommen. Und inwiefern, wir haben das ja jetzt gerade schon so ein bisschen geübt, inwiefern helfen mir diese Übungen jetzt in diesen Flow reinzukommen? Ja, einfach dadurch, dass man diesen kompletten Widerstand immer hat. Man hat einen gewissen Widerstand gegen den Partner, ist aber trotzdem flexibel. Das heißt, man verhärtet nicht, sondern man gibt halt nach und bringt den Körper dadurch in eine Situation, in der man mit dem Partner mit dem Gegenüber kooperiert. Das heißt also, man gibt nach auf den Druck, der reinkommt. Man hat diese Spannung aber da und füllt die Löcher, diese Drucklöcher, sobald sie sich eröffnen. Das heißt also, man ist offen. Man ist frei in seinem Fließen, in der Art und Weise, wie man seinen Körper bewegt. Und das ist halt ähnlich daran, wenn ich kreativ im Lernen bin. Was würdest du jetzt den Kindern und vielleicht ja sogar auch den Eltern empfehlen? Was sind so die Situationen, in denen es tatsächlich mal Sinn macht, sich auf diese Übungen zu berufen und zu sagen, okay, ich muss mich jetzt nochmal sammeln, ich brauche das jetzt, ich brauche jetzt den Flow? Es ist tatsächlich eine schöne Sache, wenn man einfach mal stecken geblieben ist. Wenn man einfach mal denkt, mein Gott, ich habe die Nase voll, ich hänge jetzt hier seit 6 Stunden und komme einfach mit den Hausaufgaben nicht weiter oder so, dann wäre das also eine Möglichkeit, einfach mal zu sagen, Mama, Papa, hast du Lust, mal ein bisschen taktiles Reaktionstraining mit mir zu machen? Lass uns das doch einfach mal so 5 Minuten durchexerzieren, einfach um ein bisschen frischer wieder zu werden. Dafür ist es eine tolle Situation. Ja, perfekt. Das heißt, das könnt ihr euch auf jeden Fall mitnehmen, wenn es das nächste Mal bei den Hausaufgaben ein bisschen schwieriger wird, dass mit der Konzentration nicht so ganz klappt oder vielleicht ja auch im Büro oder im Homeoffice. Ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, wo man die Konzentration oder den Flow ganz dringend mal brauchen könnte. Das sind so die Situationen, in denen ihr das Ganze einfach mal ausprobieren könnt, was ihr jetzt gerade geübt habt. Ja, lieben Dank, Sifu. Danke für die Information. Ich hoffe, ihr wisst jetzt alle, was es mit dem taktilen Reaktionstraining auf sich hat. Ich hatte es euch schon versprochen, ihr habt sie schon kennengelernt, Sifu kennen und Alicia, die werden jetzt gleich mit euch die Superkraft Schlagfertigkeit üben. Wie das aussieht, das werdet ihr jetzt sehen. Ich rate euch, holt nochmal tief Luft, die braucht ihr nämlich jetzt. Viel Spaß! Hallo, da sind wir wieder. Schön, dass ihr auch noch da seid und jetzt geht es nämlich darum, dass wir nochmal richtig loslegen. Wir brauchen ein Gegenstand. Und das ist ein Kissen. Habt ihr alle ein Kissen irgendwo parat? Bestimmt. Manche liegen drauf, sehe ich gerade. Aufstehen. Rausholen. Genau, super. Genau, ihr braucht doch nur eins. Perfekt. Das kann jetzt ein großes Kissen, ein kleines Kissen sein. Oder wenn ihr sowieso schon Kampfkünstler und Meister seid, vielleicht habt ihr auch noch so ein Schlagpolster zu Hause. Das ist nicht unbedingt wichtig, aber so ein Kissen ist wichtig. Fragt ihr euch, hä? Moment, kurz nach 2 oder kurz nach 1 jetzt noch ein Kissen zu holen? Wir geben jetzt ein bisschen Gas. Und zwar möchte ich mit euch die Schlagfertigkeit testen. Und zwar ihre Schlagfertigkeit und ich sehe ja ganz genau, was ihr da macht. Liebe Eltern, nehmt das Kissen, stellt euch seitlich hin und guckt, dass ihr es nicht vor dem Kopf habt.
weil sobald ihr gleich einen Druck gegen dieses Kissen verspürt, wird es wahrscheinlich gegen euren Kopf gehen. Haltet es gegen Bauch, Brust und haltet das gut fest, okay? Der Sing Joe hat gerade mit euch schon mal so die Verteidigungsstellung gemacht. Geh mal bitte in die Verteidigungsstellung. Mit beiden Händen nach vorne. Die möchte ich aber jetzt gerade gar nicht sehen. Ich möchte jetzt gleich die Kampfstellung sehen. Dafür nehmt ihr beide Hände nach vorne. Könnt ihr euch ein bisschen nach vorne lehnen, mal richtig grimmig gucken. Guckt mal ein bisschen grimmiger in die Kamera. Ich brauche mal ein bisschen mehr grimmige Energie jetzt gerade. Ja, oh, schön. Oh, nicht so grimmig. Ja, gut, perfekt. Gut. Und die zwei Sachen probieren wir gerade nochmal. Verteidigungsstellung, beide Handflächen nach vorne und Kampfstellung. Mit grimmig gucken. Ganz wichtig. Verteidigungsstellung und Kampfstellung. Perfekt. Und nochmal die Verteidigungsstellung. Jetzt haben wir beide Handflächen nach oben. Das allererste, was wir jetzt machen, wir dürfen schubsen. Normalerweise ist das immer so ein bisschen umstritten. Darf man jetzt wirklich schubsen? Jetzt möchte ich euch da vorne sehen, wie ihr schubst. Liebe Eltern, Kissen an die Brust drücken, damit das nicht verwackelt. Und die Kids nehmen jetzt mal beide Hände, beide Handflächen und gehen mit einem Ruck nach vorne und schubsen. Ja, machen wir noch ein bisschen mehr. Ich zähle mal bis drei und bei drei möchte ich, dass wir uns alle gleichzeitig bewegen. Okay, einmal in die Verteidigungsstellung. Und so fest ihr könnt. Eins, zwei, drei. Gut. Und weil es so schön war, direkt noch einmal. Achtung! Eins, zwei, drei. Okay, gut. Sehr schön. Versucht das nochmal. Eins, zwei, drei. Super, jetzt sehe ich das auch sehr, sehr gut. Okay. Aus der Verteidigungsstellung gehen wir jetzt in die Kampfstellung. Das heißt zwei Fäuste. Und ich möchte, dass die Kids jetzt einmal den rechten Arm ausstrecken, um die Pratze oder das Kissen zu treffen. Und jetzt, ja genau, sehr gut. Und jetzt kommt die zweite Faust und die haut auch nach vorne. Wurm. Habt ihr gesehen? Die tauscht die Arme aus. Und jetzt kommt die dritte Faust und die vierte und die fünfte und die sechste. Okay. Wir starten nochmal. Kampfstellung. Auf jede Zahl kommt ein Schlag. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Gut. Einmal kurz auslockern. 40 Kettenverstöße. Sehr gut. Ein bisschen die Arme entschlacken. Geht gleich weiter. Ja, ja, ja. Da gehen die Daumen hoch. Schafft ihr das nochmal? Schafft ihr das nochmal? Daumen hoch oder runter? Ist noch Energie da? Da ist Energie, alles klar. Das gleiche nochmal. Wenn ich sage los, möchte ich, dass ihr 10 Sekunden, so schnell ihr könnt, nach vorne geht und hier draufhaut. Achtet bitte, dass ihr Mama, Papa, Bruder, Tante, Onkel, wen auch immer ihr gerade habt, nicht verletzt. Ja, wenn ihr merkt, dass diejenigen sagen, aua, 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 macht ein bisschen ruhiger, okay? Achtung, liebe Eltern, Kissen parat. Bringt euch in Sicherheit. 10 Sekunden, so schnell ihr könnt. Auf die Plätze. Fertig. Los geht's. Sehr gut. Noch 8 Sekunden. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und auslockern. Sehr schön. Na, macht euch das Spaß, Eltern? Jetzt wird's witzig. Liebe Eltern, gebt euren Kindern mal. Ist ja ein Familientag. Ich möchte, dass wir das jetzt ganz vorsichtig auch mal üben. Vorsichtig, ja. Auch wir gehen mal in die Verteidigungsstellung. Vorsichtig. Und wir üben zuerst mal den Schubser. Einfach nur mit beiden Händen gleichzeitig, was ganz Leichtes. Dass wir das auch mal gemacht haben, okay? Sehr gut. Machen wir es ein paar Mal zusammen. Eins. Und wieder beide Hände nach oben zurück. Und zwei. Sehr gut. Drei. Vier. Und fünf.
Kinder, einmal den Daumen hoch. War das okay, was Mama und Papa gemacht haben? Ja? Sehr gut. Alles klar. Stufe 2. Vorsichtig. Liebe Eltern, auch das üben wir jetzt einfach mal ganz vorsichtig. Einen Arm ausstrecken und den anderen Arm oben drüber schießen und den nächsten Arm oben drüber schießen und wieder oben drüber und oben drüber und oben drüber. Einfach mal diese Bewegung ganz entspannt machen. Und wenn ihr jetzt merkt, dass ihr so haut, dann geht doch einfach auf die Knie. Okay? Liebe Eltern, für euch 30 Sekunden lang so schnell ihr könnt. Okay? Weil was die Kinder machen, das müssen die Eltern natürlich auch können. Und ihr Kids zu Hause, feuert eure Eltern mal richtig schön an, sagt, Mama, komm, ein bisschen fester. Und ich zähle mal die Zeit. Auf die Plätze. Liebe Eltern, Verteidigungsstellung. Sehr gut. Ah, die ersten gehen schon auf die Knie. Zwei Fäuste formen. Auf die Plätze. Ah, ihr gebt jetzt schon Gas. Wartet, wir haben noch nicht angefangen. Fertig. Los geht's. So schnell ihr könnt. So schnell ihr könnt. Versucht noch schneller zu sein. 15 Sekunden noch. Noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und auslockern. Super. Klatscht mal für eure Eltern und ihr liebe Eltern, klatscht mal für eure Kids. Sehr, sehr gut. Dankeschön. Wir machen gleich eine Trinkpause, jetzt aber noch nicht. Jetzt noch nicht. Liebe Eltern, Kissen an die Brust. Sehr gut. Wenn ich jetzt sage, los, kommen die Kids nach vorne und machen 3 Kettenfauststöße. 1, 2, 3. Und jetzt müssen wir die Pratze nach unten halten, weil jetzt kommt ein Kick gegen das Kissen. Okay? Ablauf ist wie folgt. 1, 2, 3. Kick. Auch da aufpassen, dass das Kissen euch nicht gegen den Kopf knallt. Okay? Ganz vorsichtig. Einmal in langsam. 1, 2, 3, 4. Und wir gehen wieder in die Kampfstellung. Das sieht gut aus. Okay, starten wir. Achtung. Und los. 1, 2, 3. Kick. 1, 2, 3. Kick. 1, 2, 3, okay, auslockern. Sehr schön, gut. Kommt Bewegung rein. Falls ihr jetzt alleine zu Hause seid, könnt ihr das auch gerne alleine üben. 1, 2, 3, Kick. 1, 2, 3, Kick. Und 1, 2, 3, Kick. Aber die meisten haben ja tatsächlich jemanden, mit dem die zusammen trainieren können. Liebe Eltern, pratzen an die Brust. Und wir gehen nach vorne. 1, 2, 3, Kick. 1, 2, 3, Kick. 1, 2, 3, Kick. Auslockern. Noch einmal. 1, 2, 3, Kick. 1, 2, 3, Kick. 1, 2, 3, Kick. Auslockern. Okay, ein letztes Mal. 1, 2, 3, Kick. 1, 2, 3, Kick. 1, 2, 3, Kick. Auslockern. Wunderbar. Und jetzt kommt der beste Teil. Liebe Eltern, das Kissen zu euren Kindern. Ja, da gehen die Mundwinkel nach oben. Ja, guten Morgen. Gut. So, liebe Kids, ihr müsst jetzt aufpassen, weil Mama oder Papa haut jetzt. 1, 2, 3. Und dann müsst ihr das Kissen nach vorne halten, damit Mama oder Papa ganz leicht treten können. Also bitte wirklich nicht so feste. Achtet darauf, dass ihr euch nicht verletzt. Liebe Eltern, Verteidigungsstellung oder Kampfstellung, könnt ihr euch aussuchen. Wir machen das erstmal zusammen. 1, 2, 3. Achtung. Tritt. 1, 2, 3. Tritt. Und 1, 2, 3. Tritt. Und das schaue ich mir jetzt mal an. Alle Eltern, Deckung vor. Die Kinder, einmal schön das Kissen vor die Brust
Und jetzt will ich ein bisschen Action sehen. Liebe Eltern, los geht's. Drei Schläge und ein Tritt. Bereit? Los geht's. Eins, zwei, drei, Kick. Eins, zwei, drei, Kick. Eins, zwei, drei, Kick. Das reicht mir. Gut gemacht. Wir wollen die Kids noch ein bisschen fördern. Okay. Könnt ihr noch? Habt ihr noch Power? Ach, genug Daumen. Genug Daumen. Super. Ja, das sind mehr Daumen als vorher. Jawohl, gut so. Kissen festhalten. Kissen festhalten. Ihr dürft jetzt zu Hause ansagen, was das Kind macht. Entweder sagt ihr Schlag. Oder ihr sagt Kick. Oder ihr sagt Kniestoß. Okay. Schlag, Kick, Knie. Schlag, 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 Knie. Und Kick. Sind nur drei Begriffe. Okay? Oh, sieht gut aus. Ich mach das mal vor. Wenn ihr euch selber nichts ausdenken möchtet, hört ihr einfach auf meine Kommandos. Und ansonsten geht's jetzt los. Achtung! Bereit? Letzten Übungen, letzte Energie. Kettenfauststöße, Kettenfauststöße. Alle zusammen ran. Hauen, 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 hauen. Keine Tritte, aber jetzt. Kick. Und weiter schlagen. Weiter hauen und Kniestoß. Super. Weiter hauen. Und nochmal. Kick. Und Kniestoß. Und Kopfnuss. Voll kreativ sein. Und weiter hauen. Super. Weiter, 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 weiter. Und Kniestoß. Weiter hauen, weiter hauen, weiter hauen, weiter hauen. Sehr schön. Und Kick. Und Knie. Kettenfauststöße. Noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und einmal auslockern. Großen Applaus an euch da zu Hause. Das sah richtig, richtig gut aus. Jetzt dürft ihr natürlich auch mal ganz kurz einen Schluck trinken, aber lauft nicht zu weit weg, weil hier geht's ja direkt weiter. Also guckt, dass ihr schnell einen Schluck trinkt und uns vielleicht noch so aus dem Winkel zuhört und euch da beeilt, denn jetzt gebe ich ab. Gut gemacht. Dank an Sifu Ken und an Alicia. Vielen, vielen Dank euch. Ja, gib's mir ruhig. Ja, wir sind begeistert. Prima habt ihr das gemacht. Es tut mir schon fast leid zu sagen, dass es das war. Das war unser Super Family Day und wir wollen uns bei euch bedanken, bei euch Kindern, bei euch Eltern, dass ihr so toll mitgemacht habt und wir freuen uns, dass wir euch einige Superkräfte mitgeben konnten. An dieser Stelle möchte ich mich natürlich bedanken bei unseren Protagonisten und zwar bei Sifu Ken, Seeing Joe, Seeing Anna, Alicia und Thomas, die euch mit Techniken und Know-how ausgestattet haben. Aber natürlich auch einen großen Dank an unseren Zauberer Giovanni Alecci, der euch begeistern konnte mit digitalem Diebstahl. Ich hoffe, da seid ihr jetzt mit viel Wissen ausgestattet, dass euch das nicht passiert. Ein herzliches Dank geht auch an unsere Technik. Das sind die, die im Hintergrund stehen und das Ganze hier möglich machen, dass ihr uns in eurem Wohnzimmer überhaupt sehen könnt. Das sind Phil Ramke und Marcel Nikolaus. Dankeschön. Und vielen Dank, dass ihr diesen Samstag mit uns gemeinsam verbracht habt. Noch einmal möchte ich gerne die Möglichkeit jetzt nutzen, um euch auf die itsforkids.de hinzuweisen. Mit der Bitte, wer etwas spenden möchte, ganz egal, ob es nur 1 Euro, 5 Euro, 50 Euro sind oder aber Haare oder Ähnliches. Geht einfach mal auf die Website und schaut mal, ob ihr vielleicht Kindern in Not helfen könnt. Ja, und wer vielleicht noch nicht Kampfkünstler ist, aber Spaß bekommen hat an dieser Geschichte, die wir jetzt hier haben, der kann gerne mal auf die Website wingchun.de oder com gehen. Wenn ihr mal in den Chatverlauf schaut, dann sollte das jetzt dort stehen. Da haben wir also die wingchun.com und wer Lust hat, kann sich dort eine Selbstverteidigungsschule in seiner Nähe aussuchen. Herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Herzlichen Dank, Alina. Und wir sehen uns ganz, ganz bald wieder. Bis dann. Bye, bye. Dankeschön. Bleibt gesund.